Hallo. Hallo. Wen haben wir denn da? Wir möchten gern rein zu euch. Der Michi. Hi, der Michi. Hi, André. Hallo. Hi. Daniel, hallo. Hi, André. Haben wir dich bei deinem Sport gestört? Nee, nicht wirklich. Ich bin gerade eben am Flexen. Oh. Am Flexen. Ah, ihr seid die, die heiraten wollt, ja? Ja. Ja. Hallo. Hi. Alles klar? Locken. Ja. Kalt ist es, hä? Ja. Und oh, aufgeregt? Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Egal, sollten wir aufgeregt sein, weil wir euch nicht kennen, ja? Hallo, Paul. Ja. Ich habe auch noch einen Anschlag auf dich. Vielleicht Kunst-Style-Berater. Bezüglich einer Hochzeitsnacht in deinem Land irgendwie. Ob ja, ja, das können wir machen, auf jeden Fall. Nein, klar, du kannst immer da. Was hast du gehört? Bitte. Eine wilde Sexnacht in meinem Bett, auf jeden Fall. Da schläft sich das gleich besser für mich auch. Wenn ich sind dabei, da schon Kameras drin oder noch nicht? Doch, aber das können wir arrangieren, dass da irgendwas kommt. Hast du gehört, eine wilde Sexnacht? Ach, wow. Ja. Das ist wenigstens warm drin. Ja. Heute ja. Hi. Hallo Süße, ich bin's, der Michi. Hallo, hi. Schön, dass ihr da seid. Hi, Daniel. Super. Hey, hi. Gerade am Schlafen, also die wacht vielleicht. Ja, ja, alle haben schon lesen. Ja, ja. Freue ich mich nicht hier. Eine wilde Bettnacht habe ich denn beim Candyland. Ja. Da ist eure Matratze, die könnt ihr dann einweihen. Da wird die daneben gestellt, da habt ihr doppelt. Ihr kriegt dann schon genug Sexplatz. Der Fetti ist ja direkt, ja. Und wie viele habt ihr denn, wolltet ihr denn einladen? Also Zweier war ja irgendwie angesetzt, ne? Mhm. Ja. Da waren wir traurig, weil das ja doch ein persönlicher Tag ist und nur mit den Trauzeugen. Das hätten wir doof gefunden. Mhm. Aber ihr habt schon geheiratet oder wollt ihr als Pfarrer? Wir haben in Las Vegas geheiratet, das ist ja kein deutsches Recht. Genau. Und jetzt möchten wir nach deutschem Recht heiraten, das ist auch mal offiziell. Okay, aber standesamtlich? Ja.